Es ist eine Erfolgsgeschichte. Das gilt sowohl für das Unternehmen Solaris als erst recht für den Niederflurbus Urbino. Über 10.000 Fahrzeuge haben seit 1999 das Werk in Bolechowo in der Nähe von Poznan verlassen. 2014 dann stellte Solaris den neuen Urbino vor, der sich in entscheidenden Punkten deutlich vom Vorgänger unterscheidet. Das gilt sowohl für die technische Basis als auch für das Design, wie man hier gut am wesentlich kantiger wirkenden Heck erkennen kann. BusTV traf einen der Solaris-Entwickler, der einen kurzen Überblick gibt. Ich sitze hier mit Piotr Malacer. Er ist Entwicklungschef des neuen Urbino, und zwar für den mechanischen Teil. Herr Malacer, was sind denn die Hauptschwerpunkte gewesen bei der Entwicklung dieses Fahrzeuges? Die wichtigsten Bereiche bei der Konstruktion des Fahrzeugs waren, das Fahrzeug noch fahrgastfreundlicher zu machen, aber auch noch servicefreundlicher und auch noch busfahrerfreundlicher. Und die zweite Sache, dass das Fahrzeug leichter sein sollte. Die wichtigste Sache ist das Gerippe. Das Gerippe ist viel leichter, also ca. 700 leichter als der Vorgänger. Wir haben hier viel mehr offene Profile eingewendet und das Gerippe auch anders strukturiert von der Stärke her. Deswegen ist er jetzt stabiler und robuster als das Gerippe des Vorgängers. Der Bus muss servicefreundlich sein. Deswegen haben wir uns entschieden, dass alle Elemente unter der Fensterlinie angeschraubt werden. Und die können sehr leicht jetzt gewechselt werden. Einfach mit einer Schraube ausziehen, einziehen und das ist Schluss. Das ist sehr einfach für die Unternehmen, für die Servicemitarbeiter. Was damit gemeint ist, sieht man auf den ersten Blick. Die Seitenelemente sind nun einteilig und werden mit Schrauben am Gerippe fixiert. Neben der besseren Servicefreundlichkeit wirkt der Bus nun glatter und moderner. Hier zum Vergleich die bisherige Seitenwandbefestigung. Sie ist zweiteilig und nicht geschraubt. Beim Ausflug in die Produktion lohnt übrigens ein Blick in die neue Fertigungshalle. Sie ist Teil der Werkserweiterung, für die 11 Millionen Euro investiert wurden, um die Produktionsflächen, die Sozial- und Geschäftsräume um 12.000 Quadratmeter zu erweitern. Die neue 7.500 Quadratmeter große Produktionshalle wurde im Juli dieses Jahres fertiggestellt und damit dringend benötigter Platz geschaffen für den Bau sämtlicher Urbino- und Interurbino-Typen. Wie überall im Busbau üblich, ist die Fertigung eines Fahrzeuges auch bei Solaris hauptsächlich reine Handarbeit. Hier in Bolechowo befindet sich übrigens die komplette Montage und die Endmontage der Busse. In Sroda Wielkopolska entstehen die Gerippe. Und er kommt jetzt gerade mit einer Lampe. Derzeit laufen sowohl der bekannte als auch der neue Urbino gemeinsam durch die Fertigungshallen. Hier der Blick in einen neuen Urbino 12 Meter. Gut zu erkennen ist die umfangreiche Technik, die sich beim fertigen Bus sonst hinter den zahlreichen Abdeckungen verbirgt. Doch zurück zum Testfahrzeug. Beim Flug durch den Innenraum erkennt man sofort das neue Konzept. Helle Materialien an Wänden und der Decke dominieren das Bild. Zusätzlich bringen große, transparente Notausstiege Licht in den Fahrgastraum. Selbst der sonst eher düstere Faltenbalkbereich wirkt freundlich. Auch hier wurde mit hellen Materialien gearbeitet. Beim Drehgelenk handelt es sich übrigens ebenfalls um eine Neuheit. Es konnte deutlich leichter konstruiert werden. Ein nettes Detail befindet sich in Kopfhöhe links und rechts neben den Türen. Hier signalisieren rote Leuchtbänder, wenn eine Tür geöffnet ist.
Das soll die Aufmerksamkeit der Fahrgäste unbewusst erhöhen. Die Standardbreite der Türen beträgt 1230 mm. Auf Wunsch sind auch 1250 mm breite Türen zu bekommen. In der Höhe sind die Türen ebenfalls gewachsen. Diese messen nun zwischen 1970 und 2000 mm. Zudem wurde die Tür 2 um ein Segment nach hinten verschoben. Das soll den Ein- und Ausstiegsprozess beschleunigen. Verbessert wurde der Sitzkomfort für die Fahrgäste. So ist es Solaris gelungen, die Anzahl der podestfreien Sitzplätze im Gelenkbus auf bis zu 23 zu erhöhen. Erreicht wurde das durch eine veränderte Anordnung der Tanks, die sich nun über den vorderen Radkästen befinden. Wie von Solaris nicht anders gewohnt, wurde die Innenraumbeleuchtung sehr geschickt und modern umgesetzt. Großzügige LED-Bänder hinter Teil- und durchlässigen Kunststoffblenden verleihen dem Fahrgastraum eine sehr gleichmäßige und helle Ausleuchtung. Der Fahrerarbeitsplatz hat deutlich gewonnen, und zwar in den Punkten Ergonomie, Übersichtlichkeit und Praktikabilität. Insgesamt wanderte er um 5 cm nach oben. Das nach neuester VDV-Norm gestaltete Cockpit verfügt über übersichtliche Anzeigen. Die Außenspiegel sind hängend angebracht, so ist eine gute Rundumsicht gewährleistet. Nicht einsehbare Bereiche konnten wirkungsvoll minimiert werden. Angetrieben wird der Testbus von einem Packard DAF MX-11. Dabei handelt es sich um einen 10,8 Liter großen Euro 6 Motor, der 240 Kilowatt, das sind 326 Pferdestärken leistet. Fahren lässt sich der neue Gelenkbus fast spielerisch. Die Radstände von 5 bzw. 6 Metern ermöglichen ein gutes Handling. Das Fahrverhalten auf den nicht allzu guten polnischen Nebenstraßen ist ausgezeichnet. Neben der Einzelradaufhängung vorn sind dafür nicht zuletzt gut abgestimmte ZF-Achsen verantwortlich, sowie ein neues Stoßdämpfersystem, welches auf Wunsch auch um die adaptive Version erweitert werden kann. Diese Version passt sich automatisch der Geschwindigkeit und der Fahrbahn an und kann gerade in etwas zügiger durchfahrenden Kurven dem Neigungsverhalten wirkungsvoll entgegenwirken. Bereits nach wenigen Metern hat man sich an das Fahren, an die Abmessungen, an das Arbeiten hier mit dem Cockpit, mit dem neuen Cockpit gewöhnt. Natürlich handelt es sich noch um den allerersten Urbino 18. Das heißt, die ein oder andere Schraube, da muss noch vielleicht dran gedreht werden. Aber prinzipiell bin ich davon überzeugt, dass mit diesem Fahrzeug etwas wirklich Tolles auf dem Weg in die Städte sein wird.